Dinge gehen zu lassen, ist für viele Menschen eine Herausforderung. Wir neigen dazu, Dingen einen emotionalen Wert zuzuschreiben, wodurch wir uns schwerer tun, diese Teile auszumisten. Mit den folgenden 5 Tipps wird es dir hoffentlich leichter fallen, dich von deinen Dingen zu trennen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute widmen wir uns dem Thema, wie wir lernen, uns einfacher von Dingen trennen zu können. Beim Ausmisten wirst du mit Sicherheit auf Dinge stoßen, wo dir das Loslassen besonders schwer fällt. Das können Dinge sein, an denen du emotional hängst, die dich zum Beispiel an einen besonderen Moment oder an eine bestimmte Person erinnern. Diese Erinnerungsstücke können wahnsinnig vielfältig sein. Glasfiguren von deiner Oma, Briefmarken vom Opa, alte Zeichnungen von dir, Fotoalben von Urlauben, die Liste an Möglichkeiten ist wirklich endlos. Beim Ausmisten dieser Erinnerungsstücke geht es keineswegs darum, gar keine Dinge mehr zu behalten. Diese Teile halten die Erinnerung immerhin wach und präsent und es macht durchaus Sinn, sich hin und wieder bewusst Zeit zu nehmen und in Erinnerungen zu schwelgen. Von daher, nimm dir von Anfang an den Druck zu glauben, alle Erinnerungen müssen weg. Das ist Quatsch. Gehe alle Erinnerungsstücke durch und schaue, wie du darauf reagierst. Welche Erinnerungsstücke rufen besonders schöne Gedanken hervor? Welche Bilder kommen wieder hoch? Mache dir gleichzeitig bewusst, dass Erinnerungen nicht nur an Gegenstände gekoppelt sind. Wir Menschen stellen diese Verbindung her. Aber alle Erinnerungen, die du hast, sind in dir, in deinen Gedanken, in deinem Wesen, in deinem Herzen. Und das Weggeben des Gegenstandes löscht diese Erinnerung nicht. Starten wir mit dem ersten Tipp. Warum möchtest du Dinge loslassen? Wie bei jeder Ausmistaktion auch, geht es primär um das Warum. Warum möchtest du Dinge loslassen? Warum bist du der Meinung, dass einige Erinnerungsstücke gehen können? Bei mir war diese Kategorie damals auch die allerschwerste und auch heutzutage tue ich mich mit Erinnerungen am schwersten. Ich hatte Unmengen an Teilen, die mich an Orte, Personen und Momente erinnerten. Aber ich musste mir damals eingestehen, dass ich zu viele Erinnerungsstücke aufgehoben habe und diese im Endeffekt nur rumstanden und gar nicht sinnvoll benutzt werden konnten. Das war zum Beispiel mein Warum, wieso ich hier dringend ausmisten wollte und einige Erinnerungsstücke weggegeben habe. Tipp 2. Starte klein. Fang bei Erinnerungsstücken nicht direkt mit den Teilen an, wo du weißt, dass sie für dich einen sehr großen und bedeutsamen emotionalen Wert haben. Das ist für den Start absolut ungeeignet und erschwert die ganze Situation nur. Symbolisch habe ich hier eine Sockenbox genommen, um dir zu zeigen, wie klein dieser Schritt sein kann. Beginne mit etwas sehr Simplem, wo du schnell und einfach aussortieren kannst und auch direkt erste Erfolge siehst. Das motiviert für den weiteren Verlauf. Ich meine mich zu erinnern, dass ich damals angefangen habe mit alten Eintrittskarten. Das waren Kinotickets, Tickets von Veranstaltungen etc. Daran hing ich nicht so sehr und von daher war das für mich ein sehr guter Start in das Thema Loslassen von emotionalen Dingen. Ich kann dir nur empfehlen, mit etwas sehr Simplem anzufangen, wo du glaubst, gute Erfolgschancen für den Start zu haben. Tipp 3. Trenne dich mit gutem Gewissen. Alle Teile, die wir besitzen, haben wir im besten Fall aus gutem Grund. Wenn du nun insbesondere Erinnerungsstücke aussortierst, solltest du den Ratschlag befolgen, dich mit gutem Gewissen zu trennen. Mal angenommen, du hättest diesen Trenchcoat als Erinnerungsstück von deiner Mama übernommen und überlegst nun, diesen auszumisten. Dann sei nicht traurig über diesen Gedanken, sondern freue dich darüber, dass die Jacke dir gute Dienste geleistet hat, dich an deine Mama erinnert hat, aber nun die Zeit ist, zu gehen. Egal welches Teil du aussortierst, erinnere dich immer an die guten Momente. Jeder Gegenstand hat für einen gewissen Zeitraum Freude und Glück in dein Leben gebracht. Und dieses Denken erleichtert das Ausmisten von emotional behafteten Dingen so sehr. Weiß das zu schätzen, sei dankbar dafür und trenne dich im Guten. Das ist das beste Mittel, um einem schlechten Gewissen vorzubeugen. Denn dieses Gefühl empfinden Menschen häufig, wenn sie Erinnerungsstücke aussortieren. Kuscheltiere ist auch so eine Kategorie, die schwierig und emotional aufgeladen ist. In diese Augen zu schauen und ein Tierchen dann wegzugeben, hat mir damals das Herz gebrochen.
Daher Kuscheltiere bitte niemals am Anfang vornehmen, sondern erst, wenn man etwas geübter mit Erinnerung ist. Die guten Hanteln, mit denen man Großes vorhatte, auch solche Dinge können mit Erinnerung behaftet sein. Wenn du die Sportgeräte allerdings nicht nutzt, macht es auch wenig Sinn, diese zu behalten. Gerade bei Dingen, die sinnvoll genutzt werden können, ist das für mich immer ein entscheidendes Kriterium. Tipp 4: Macht es dich glücklich? Eine Frage, die alle Marie Kondo-Fans sicherlich schon sehr häufig gehört haben. Aber diese Frage ist so simpel wie effektiv, denn sie beantwortet die Daseinsberechtigung eines Gegenstands. Warum sollten wir uns mit Dingen umgeben, die uns nicht glücklich machen? Dinge, die uns vielleicht sogar ein eher unwohles Gefühl geben, jedes Mal, wenn wir sie sehen. Dafür ist das Leben doch wirklich zu kurz. Daher möchte ich dir diesen Tipp auch hier nochmal nahelegen. Stell dir 2 Boxen vor dich und gehe deine Erinnerungsstücke durch. Wenn dir sehr glückliche, tolle und positive Gedanken durch den Kopf schießen, dann behalte dieses Erinnerungsstück und gib ihm einen tollen Platz in deinem Zuhause, wo er dich immer zu erinnern kann. Wenn diese Gedanken und Gefühle bei einem Gegenstand allerdings nicht so stark sind, dann wäre das vielleicht ein Teil, was wirklich gehen kann. Gehe hier ganz intuitiv nach deinem ersten Gefühl, handle spontan und aus dem Bauch heraus und schaffe so eine erste Aufteilung deiner Erinnerungsstücke. Tipp 5: Feiere deinen Erfolg. Du hast eine großartige Aufgabe gemeistert und deine alten Fotos aussortiert, dann feiere das. Meiner Meinung nach sind wir Menschen viel zu selten stolz auf uns selber und feiern kleine persönliche Erfolge viel zu selten. Dabei sind Erfolge so wichtig, denn sie bestärken uns und zeigen uns, dass wir etwas toll gemacht haben und einfach stolz sein können. Wie du deine Erfolge feierst, ist natürlich individuell dir überlassen. Ob du mit deinem Lieblingsmenschen bei einem Glas Sekt anstoßen möchtest oder dir selber im Blumenladen um die Ecke frische Blumen gönnst. Alles ist erlaubt, solange es dich freut und glücklich macht. Hast du nun eine bessere Vorstellung davon, wie du auch deine Erinnerungsstücke ausmisten kannst? Ich hoffe, der ein oder andere Denkanstoß war für dich dabei. Schreib mir in die Kommentare gerne, welche weiteren Tipps du auf Lager hast. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen, freue mich über eine positive Bewertung und einen lieben Kommentar und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bye.